Was ist wohl der beste Weg zur nebenberuflichen Selbstständigkeit? Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Oliver Schirmer. Schön, dass du da bist. Und in diesem Video wird es genau um das gehen. Ich werde dir ja meinen Weg zeigen, den ich für am besten halte, wenn du dich nebenberuflich selbstständig machen möchtest. Warum ist das Ganze so wichtig? Ganz einfach aus dem folgenden Grund. Wenn du dich selbstständig machst, dann kommt da so einiges auf dich zu. Ja, wenn du eine klassische Selbstständigkeit betreibst, dann hast du so den Faktor Zeit. Ja, wie bekommst du alles unter einen Hut? Wenn du Familie hast zum Beispiel, dann hast du ja nicht nur den Job, sondern du hast ja auch noch ja, private Dinge, die ebenfalls wichtig sind. Dann kommt das Thema Produktentwicklung auf dich zu. In dem Moment, wo du in der Produktentwicklung steckst, dann wirst du in der Regel noch kein Geld verdienen, weil du noch kein Produkt hast, welches du verkaufst. Dann ist das Thema Marketing und Verkauf ziemlich groß, ja, weil wenn du es nicht schaffst, oder das beste Produkt ist nichts wert, wenn man es nicht verkauft kriegt. Und dann ist noch das Thema Organisation, also alles, was so um dein Business rum herum ist, ja, das ist Buchhaltung, Steuer, das sind Behörden und dann kommen natürlich auch noch das Thema Investitionen dann auf dich zu. Und deswegen solltest du dranbleiben, wenn dich das Thema interessiert, weil in diesem Video hier wirst du ja einfach lernen, was aus meiner Sicht der beste Weg ist, um dich nebenberuflich selbstständig zu machen. Und ich werde dir ja zeigen, wie du die Vorteile der Selbstständigkeit hast, aber ja die Nachteile auf ein Minimum reduzierst. Und dazu lass uns einfach mal kurz hier in mein Google Sheet ja reingehen. Der Weg, den ich dir heute ja zeigen möchte, ist Network Marketing in Kombination mit Online Marketing. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, warum ich nicht nur ich damals diesen Weg gegangen bin und auch heute noch gehe, sondern warum auch du dir darüber Gedanken machen solltest, bevor du ja eintauchst in die Selbstständigkeit oder vielleicht sogar eine klassische Selbstständigkeit ja angehst, dass du dir da vorher ja, im Klaren drüber bist. Ich habe persönlich nichts gegen eine klassische Selbstständigkeit, aber ich werde dir trotzdem zeigen, warum ich Network Marketing in Kombination mit Online Marketing halt einfach bevorzuge. Bei der klassischen Selbstständigkeit ist es ganz einfach so, machen wir es kurz, du musst dich um alles kümmern. Du hast das Thema Marketing und Vertrieb. Ja, gerade wenn du dich nebenberuflich selbstständig machst, dann wirst du noch nicht über, ja, über Mitarbeiter ja, verfügen, denen du Löhne und Gehälter bezahlst, wo du ja, oder wo du halt einfach Menschen einstellst für gewisse Tätigkeiten. Das wird am Anfang nicht der Fall sein. Das heißt, Marketing und Vertrieb kommt auf dich zu. Wie verkaufst du dein Produkt oder deine Idee, deine Dienstleistung? Dann hast du die Controlling, die ganze Administration, um die du dich kümmern musst. Ja, wen kannst du ja, dafür einstellen, dass er die Buchhaltung macht. Vielleicht machst du es aber auch selber zu Beginn. Ja, spricht nichts dagegen, aber das sind halt einfach Dinge, die kommen da auf dich zu. Dann klar, die Produktentwicklung und die Produktweiterentwicklung. Ja, das ist natürlich ein großer Punkt, wenn du noch kein Produkt hast, aber vielleicht eine Idee im Kopf, die du umsetzen willst, ist ein Thema, was dann da auf dich zukommt. Dann ja, meistens mit hohen Investitionen, weil wenn du ein eigenes Produkt an den Start bringen willst, dann muss das Ganze ja entwickelt werden, das kostet Geld. Vielleicht brauchst du Maschinen etc. Also mit diese Themen der Fremdfinanzierung und so weiter muss dann halt auch geklärt sein. Wenn du mit Mitarbeitern dann später arbeitest, fallen natürlich Löhne und Gehälter an. Du hast dafür die Verantwortung, dass immer genug Kohle reinkommt, dass du auch deine Leute bezahlen kannst. Dann, wie gesagt, das Zeitmanagement an sich. Wie kriegst du alles unter einen Hut, sodass du nicht vom einen Hamsterrad, nämlich dem Job, ja, ins nächste Hamsterrad, die Selbstständigkeit kommst und dann, sag mal, für wenn es blöd läuft, das gleiche Geld von einem Angestellten, das Doppelte an Stunden hast. Selbst wenn das Thema Spaß macht, wenn ja dann auch dein privates Leben drunter leidet, ist es nicht gerade schön. Dann ja, das Thema Wissen, ja, du musst dich in den ganzen Bereichen dann halt eben fit machen. Ja, du hast niemanden, den du fragen kannst. Und wenn du mit Trainern oder Coaches dann zusammenarbeitest, dann musst du dir die Hilfe einkaufen. Das wird ja auch keiner für umsonst geben. Der Vorteil ist halt, dass dein Verdienst im Unternehmertum, in der Selbstständigkeit erstmal nicht gedeckelt ist. Zumindest wenn du dein Business skalieren kannst, wenn du dein Produkt beliebig oft verkaufen kannst, wenn du ja über das Einstellen neuer Mitarbeiter wachsen kannst.
Du hast natürlich ebenfalls auch freie Zeiteinteilung, ja, auch wenn ja viele Selbstständige da ebenfalls in so einer Art Hamsterrad gefangen sind und ja mehr im Unternehmen arbeiten als am Unternehmen. Und wenn es das Produkt, wenn es deine Dienstleistung hergibt, ist das Ganze natürlich auch skalierbar. Und auf der anderen Seite haben wir den Weg, wo ich jedem sagen würde, denk drüber nach, ob es nicht eine Alternative ist. Weil es gibt, natürlich gibt es innovative Produkte, es gibt Produkte, die niemand hat oder die noch nicht auf dem Markt sind. Und ja, es gibt auch Probleme heutzutage, wo noch keine Lösung dafür da ist. Mag alles richtig sein, aber für den Großteil der Sachen oder der Dinge behaupte ich jetzt einfach mal ganz frech, gibt es schon jemanden, der ja eine Problemlösung anbietet, oder es gibt schon ein Produkt, was auf dem Markt ist. Ja? Und deswegen fast für in jeder Branche gibt es ein Network-Marketing-Unternehmen oder ein Unternehmen, was den Vertriebsweg Network-Marketing, Multilevel-Marketing nutzt. Und ja, schau dich da einfach für dich mal um. Ja, ob du da nicht vielleicht eine Alternative hast oder ein Thema, was dich besonders reizt, ja, Gesundheit, Sport oder Energie, ja, Energiebranche, Finanzen etc. Also du wirst in jedem Bereich ja nahezu ein Unternehmen finden, was über den Vertriebsweg Network Marketing arbeitet. Und der Vorteil dieses Vertriebssystems, ja, oder dieses Vertriebsweges ist ganz einfach. Du kannst dich voll und ganz auf das konzentrieren, auf was es ankommt. Das ist der Verkauf und das Wachstum deiner Organisation, sprich Anwerbung, Rekrutierung neuer Vertriebspartner. Du hast vollen Fokus drauf. Die einzigsten Tätigkeiten, die wirklich wichtig sind, die du dann tust, ist verkaufen, neue Kunden gewinnen, Anwerbung, neue Vertriebspartner einstellen und dann diese Teampartner auch trainieren. Ja? Das komplette Controlling, die Administration übernimmt in der Regel dein Partnerunternehmen. Ja? Die Infrastruktur ist dort schon gegeben. Du musst nicht erst eine teure IT installieren, sondern in der Regel wird das vom Unternehmen schon bereits ja, zur Verfügung gestellt. Dann haben wir das Thema Produktentwicklung, die Produktweiterentwicklung. Auch hier musst du dich nicht drum kümmern, weil dein Unternehmen bereits ja, funktionierende Produkte hat. Und je nachdem, wie lange das Unternehmen am Markt ist, hat das Unternehmen und die Produkte auch schon bewiesen, dass der Markt diese Produkte auch mag, ja, und bereit ist, dafür Geld auszugeben. Das heißt, du musst nicht erst noch in irgendwelche Marktforschung reingehen etc., sondern du hast im Prinzip alles, du hast ein schlüsselfertiges Geschäft, ja, welches du nur noch zum Laufen bringen musst. Ja? Keine Investitionen. Also bei uns in unserem Business zum Beispiel so, dass du gar keine Investitionen hast, ja, außer Zeit, und wenn du natürlich halt Marketing machst, über bezahlte Werbung, dann halt natürlich deine Werbeanzeigen etc. Aber du hast keine Investitionskosten. Dann gibt es natürlich noch Unternehmen, wo du gewisse Grundausstattungen kaufen musst, aber selbst diese Kosten ja, sind im Vergleich zu einer klassischen Selbstständigkeit dann doch eher gering. Dann das Thema Löhne, Gehälter. Du musst nicht, wenn du einen neuen Vertriebspartner einstellst, ja, dann bist du nicht verantwortlich für das, was er verdient. Ja, du musst ihm kein Gehalt zahlen, keine Löhne. Die Provisionsauszahlung, das übernimmt alles das Unternehmen. Das Einzige, was du halt machen musst, ist das Ganze dann richtig verbuchen und steuerlich halt richtig ja, dann dementsprechend halt auch versteuern, ja, aber das ist im Prinzip alles, ja. Der Vorteil ist aber, du kannst wachsen wie jemand, der 100, 200, 300 ja, Angestellte hat, ja, weil es steht nirgendwo geschrieben, wie viele Vertriebspartner du einstellen kannst, ja, und so kannst du halt eben unbegrenzt wachsen. Ja, genauso beim Thema Zeitmanagement. Gerade zu Beginn einer nebenberuflichen Selbstständigkeit ist Network Marketing aus meiner Sicht der ideale Weg, wenn du es gleichzeitig noch mit Online-Marketing passt. Das heißt, dass du dein MLM-Business über das Internet aufbaust. Das lernen die Leute bei uns im Team, ja, das lernt jeder unserer Vertriebspartner, wie er das Ganze sowohl offline als auch online oder als Kombination aus beidem aufbauen kann. Was das Wissen betrifft,
ist es der ideale Weg, weil du musst dir nicht irgendwie die Hilfe teuer einkaufen, sondern in der Regel wird dir zum einen die Ausbildung gestellt vom Unternehmen. Ja, dann hast du ja einen Mentor und ein Team an deiner Seite, welches du fragen kannst. Aber hier sage ich auch immer dazu, es wird niemanden geben, der dich jeden Tag anruft und sagt, wo kann ich dir helfen, sondern Wissen ist immer eine Hohlschuld. Das heißt, du musst dann aber auch bereit sein, auf diese Menschen zuzugehen. Aber dann werden sie dir helfen. Warum? Weil es von der Natur der Sache her schon so konzipiert ist, der Vertriebsweg Network Marketing, dass jeder davon profitiert. Ja, ich mache ein Beispiel, wenn du heute eine Bäckerei eröffnest und gegenüber macht eine neue Bäckerei auf, die besser funktioniert, dann wird die Konkurrenz dir nicht ihr Erfolgsrezept verraten. Wenn du aber allerdings deinen Mentor fragst, deinen Sponsor, ja, die Person, die bei der du in dem Unternehmen angefangen hast, dann wird die dir die bestmöglichen Tipps mit auf den Weg geben, weil wenn du diese Tipps umsetzt, ja, und dadurch mehr Erfolg hast, dann hat automatisch dein Sponsor auch mehr Erfolg. Das heißt, er hat ein eigenes Interesse, dir die bestmöglichen Kniffe und Tipps mit auf den Weg zu geben, ja, damit du erfolgreich bist. Und von daher ist es eine absolute Win-Win-Situation für beide Seiten. Dann der Verdienst ist ebenfalls nicht gedeckelt. Das heißt, du kannst so viel verkaufen, wie du möchtest. Du kannst so viele Teampartner rekrutieren, wie du möchtest. Du kannst diese dann ausbilden und kannst dementsprechend wachsen ohne irgendwelche Grenzen. Freie Zeiteinteilung ist ebenfalls da und das Ganze ist natürlich skalierbar. Sicherlich, das, was ich dir jetzt gesagt habe, ist nicht alles, ja, aber es sollte reichen, damit, bevor du dann den Schritt gehst, ja, und dass du einfach mal für dich überlegst, ist Network Marketing in Kombination mit Online Marketing oder auch klassisches Network Marketing, ist es für mich eine Alternative, gerade zu Beginn. Und und da kann ich dir einfach nur den Tipp geben, setz dich da ernsthaft mit auseinander. Aus meiner Sicht ist es ja der beste Weg, den du gehen kannst. Wenn du das ähnlich siehst, wenn du mehr Informationen willst, ja, wie du dein Business online aufbauen kannst, wie du dein Network Marketing Business online aufbauen kannst, oder wenn du einfach eine Idee brauchst, welches Unternehmen, oder wenn du einen Tipp brauchst, in welchem Unternehmen ich tätig bin, ja, dann klick einfach unterhalb des Videos den Link, trag dich ein, kriegst kostenlose Informationen zugesendet und kannst dann so mit uns arbeiten. Bei uns im Team bekommen die Leute jede Unterstützung, die sie brauchen. Sie bekommen die Unterstützung, sie bekommen gezeigt, wie sie online, wie sie offline ihr Business aufbauen oder in Kombination aus beidem. Und wenn das Ganze für dich interessant ist, dann einfach unterhalb des Videos, denn stelle ich dir einen Link zur Verfügung, einfach draufgehen und dir kostenlos weitere Informationen anfordern. Okay, in diesem Sinne, ich hoffe, das Ganze war für dich hilfreich. Wenn ja, Daumen hoch, teile das Ganze mit deinem Netzwerk und ja, ich freue mich, ja, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Hier im Video wirst du jetzt gleich noch einen Button finden, wo du den Kanal abonnieren kannst. Abonniere den Kanal, damit du keine weiteren Videos verpasst. In diesem Sinne maximalen Erfolg. Alles, alles Gute. Bis zum nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.